Guten Morgen. Zweiter Tag nach OP, beziehungsweise noch keine 24 Stunden. Also nachdem ich gestern früh dann hier um 8 Uhr ankam, war ungefähr 3,5 Stunden Aufnahmemarathon. Hier alles einzeln von Blutabnahme, Blutdruckmessen, Anästhesiegespräch, Patientenbetreuung etc. pp. Also lief echt alles super. Nach knapp 2,5 Stunden war ich dann durch, beziehungsweise ich musste noch kurz in die Reha-Beratung unterschreiben, dass es auch am 20. losgeht. Ja, das war dann der erste Tag. Der zweite Tag, also gestern früh, hieß es ja zuerst, ich wäre die zweite, so gegen 10. Aber sie versucht wirklich zu machen, dass ich gleich die erste bin. Ja, ich habe dann versucht, viel zu schlafen, zu schlafen und zu schlafen. Und im Endeffekt war ich um 14 Uhr dran. Ich wurde um 2:30 abgeholt vom Transportdienst. Bin dann eine Etage tiefer gefahren. Erst die Umbettung, dann die Einschleusung. Ja, die waren da alle super, super lieb. Habe auch keine Maske bekommen, weil ich ja dann immer Panik bekomme. Und dann bin ich weggebrüsselt. Keine Ahnung, wann ich aufgewacht bin im Aufwachraum. Ich weiß nur, ich habe da 2 Eis bekommen. War richtig schön erfrischend. Und habe dann noch eine Sauerstoffbrille bekommen, weil ich nicht wirklich so atmen wollte. Mein Sauerstoffgehalt war nur bei 88%. Und auch keine Ahnung, wann ich hoch bin auf Station wieder. Ja, hab dann auf jeden Fall Abendbrot bekommen. Also es muss irgendwie vor 18 Uhr gewesen sein. Ja, keine Ahnung, auch was ich an Medis-Intus hatte. Ich glaube, irgendwas Stärkeres. Hab dann abends auch noch Ibo bekommen und Morphin. Morphin, muss ich dazu sagen, hätte ich eigentlich nicht gedurft. Aber dazu mache ich mal irgendwann ein anderes Video. Ja, hab dann heute Nacht auch dementsprechend alle halbe Stunde war ich wach, konnte nicht schlafen. Und ja, hab dann um 4 die Ibo genommen und um 6 jetzt eben das Morphin, weil man sollte ja schmerzfrei aufstehen. Weil ein Physiotherapeuten bzw. meine Nachbarin sagte mir, du stehst dann gleich um 7 im Schichtwechsel mit der Schwester auf. Und dann sollte es schon nicht so sehr wehtun. Okay, wie gesagt, ich hoffe, ich schaffe es noch weitere Videos zu machen. Aber im Moment bin ich echt völlig im Eimer. Ich wünsche euch was. Bei Neuigkeiten melde ich mich wieder. Bis dahin.